Einen wunderschönen guten Morgen. Ich spreche noch etwas leiser, denn die Maus schläft noch oben. Und das schon richtig lange. Also ich habe schon geduscht, ich habe schon Haushalt jetzt einiges gemacht. Also Fenster geputzt, 3 Doppelfenster. Die Wäsche gefalten. Mich noch im Bild? Ja. Was habe ich noch gemacht? Keine Ahnung. Einiges. Und jetzt mache ich meine Tagescreme eben drauf. Ich glaube, die wird gleich wach. Gestern hatte ich ja nicht gevloggt, weil ich hatte gestern das Video zum Stillen gedreht. Das müsstet ihr jetzt eigentlich schon gesehen haben. Also, wenn ihr es euch angeschaut habt. Und was haben wir gestern gemacht? Gestern habe ich meinen Hähnchenauflauf gebacken. Zum Mittagessen ohne Häkchen. Der wundersamerweise nach Hähnchen aber schmeckt. Und ansonsten habe ich hier den ganzen Haushalt nachgeholt, was liegen geblieben ist an dem Tag, als wir nach Fielmann gegangen sind, wo der Wurm drin war. Dann ging es der Maus ja noch schlecht, so, also das heißt schlecht, ne? Die hat so geknöttert ganz viel und so, brauchte ganz viel Liebe. Und dann an dem Tag bin ich zu gar nichts gekommen hier im Haushalt und habe ich gestern einiges aufgearbeitet und heute auch, also jetzt gerade. Und das ist immer meine Tagescreme. Tada! Genau, und die ist voll ergiebig. Da hält bei mir ein so ein Ding, obwohl ich die jeden Tag nehme, 3 Monate oder so. Ja, Haare müssen noch trocknen. Ja, und ich hole euch gleich einfach wieder zurück. Wobei der Staubi, unser Roboter, ist noch nicht gelaufen, weil ich dann die Kleine ja nicht höre, wenn die oben wach wird. Deswegen melde ich mich erst später wieder. Ist ja echt Wahnsinn, was man alles schafft in der Zeit, wo das Baby alleine schläft. Ich würde mal sagen, in einer Stunde von dieser Zeit, wo das Baby alleine schläft, schaffe ich mehr als in 4 Stunden, wo das Baby wach ist. Ist echt Wahnsinn. Also man ist dann auch so total koordiniert und fokussiert. So, das muss ich machen, das muss ich machen. Am ehesten, damit es am effektivsten ist, damit man nicht so Zeit vergeudet. Ja. Na, Smurfy hat sein Futter auch bekommen. Klasse. Ich habe gestern kalte Schnauze gemacht. Schau mal. Mit so Rum-Aroma auch. Schmeckt ganz gut. Also Bernd war sehr begeistert. Die hatten mal bei Aldi kalte Schnauze vor etwas längerer Zeit und die hatte er probiert und das hat ihm so lecker geschmeckt und habe ich nachgemacht, also es ist nachgemacht, ne? Habe mir ein Rezept rausgesucht, habe kalte Schnauze gemacht, findet er gut, zu gut, weil ja, dann ist nicht so gut für die Figur, ne? Ach, das sind Spaghetti? Ja! Nein, das ist Käse. Ja, ich weiß, aber in Spaghetti-Form. Sonst sind das ja die zum Abreißen, die Cheese-Strings. Ja. Ne? Ja, ja. Bernd und Calvino waren in der Metro. Und auch meine Schnitzel sind auch da. Die mache ich mir. Ich mache mir jetzt eine Nudelsuppe. Macht ihr das? Okay, die sind vorm Frühstück schon in die Metro gegangen, damit nicht so voll ist. Das ist jetzt nur ein Teil hier. Den Rest bringt der Bernd ins Lager. Also sowas wie unsere vegane Bratwurst und so. So ein Vorrat halt. Wir haben Gefrierbeutel geholt und zwar 6 Liter, die großen, die brauchen wir immer für Brot. Wenn ich Brot backe und das schneide, dann reichen die normalen Gefrierbeutel nicht. Deswegen, ja, 3 Rollen à 45 Stück. Dann eine Lage von diesem Eistee. Den mag der Calvino besonders hier. Du hast Spaß? Ja, hallo. Was erzählst du uns denn hier? Du Mausi. Den mag der Calvino besonders gerne. Den gibt es auch mit Kokos und Schokolade. Kokos und Schokolade und auch in normal. Ja. Ich weiß nicht, welche Sorten es uns noch gibt. Also einen normalen Eistee haben wir von denen auch. Also jetzt haben wir Kokos, Schokolade, Bubblegum und... Also Bubblegum haben wir auch eine ganze Ding jetzt mitgenommen. Ja, ja, die nimmt der Bernd erstmal mit. Oder sie bringt er später mit hoch oder irgendwie so. Jedenfalls, das schmeckt dem Calvino sehr gut. Mich erinnert das an dieses Kaugummi, was so... knistert. Hubba Bubba. Also, Hubba Bubba kennst du vielleicht auch. Das schmeckt ja. So wie, ich finde, das schmeckt so wie Hubba Bubba. Aber es gab früher mal, gibt es glaube ich immer noch,
so blaue Tüten, wo Knisterkaugummi ja, drin ist. Ja, die habe ich auch in der Metro gesehen. Die, ja, die so schmeckt mir das zumindest. Aber ist ja immer Geschmackssache. Dann Tiefkühl-Ananas für unsere Shakes, Frühstücksshakes. Ja. Das Rezept ist immer unten in der Infobox, falls euch ein Smoothie-Rezept interessiert, was wir seit Jahren trinken. Gesundheit! Hatti! Hatti! Gesundheit! Einmal Sauerkirschen, einmal Amarena-Kirschen, die esse ich total gerne. Calvino hat sich vegane Schnitzel mitgenommen, die isst du jetzt mit einer Yum-Yum-Suppe, richtig? Zum Frühstück? Ja. Dann nochmal normale Tiefkühlbeutel und zweimal Sprühsahne und einmal diese Cheese Strings Mozzarella, die ihr gerade gesehen habt, mit Spaghetti-Style. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen. Wir haben Kartoffelgratin. Warte, hier ruhig. So. Und zwar einmal für Bernd und mich. Das ist mit Zwiebeln. Und der Calvino hat ohne Zwiebeln. Und dafür hat er sich noch den Rest von diesem Schnitzel aus der Metro heute Morgen dabei gemacht. Und das ist von gestern. Das habt ihr ja noch nicht gesehen, was es gestern gab. Weil gestern war ja kein Vlog. Gestern war ja das Stillvideo. Das lassen wir uns schmecken. Ach so, und Salat gibt es auch dabei. Tada! Schoko. Ja, Smurfy runter. Runter! Smurfy. Er wollte einmal Livia anlecken. Wir sind zurück. Wir waren bei Action und im Bath Shop. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ich euch mitnehmen soll im Action und vloggen soll. Und ich glaube, 90% haben ja gestimmt. Allerdings war das im Action sehr voll und nicht möglich zu vloggen. Deswegen mache ich euch jetzt ein Haul. Rein, komm, Smurfy. Komm rein, lass Härchen mal rein. Ja. So. Wir machen euch jetzt ein Action Haul. Ich ziehe die Kleine eben aus. Als erstes zeige ich euch nur. Ich gebe ins Essen und dann. Oder gib du im Essen dann. Dann zeig du den. Na, dann gebe ich. Geh zu Härchen. Komm mal her. Geh schnell zu Härchen. Bernd hat ihm nämlich eine Überraschung mitgebracht. Boah, ist der schwer. Das ist ein Türstopper, ne? Wenn er den aufbeißt, haben wir hier alles diese kleinen Kügelchen. Den soll ich jetzt hier verstecken. Und dann sollen wir gucken, wie Smurfy reagiert, wenn er den nachher sieht. Ich hole euch dann dazu. Smurfy. Smurfy, wie ist er? Wie ist er? Guck mal, wie ist er? Wie ist er? Oh, wie ist das? Wie ist das? Oh, wie ist das, Murphy? Wie ist das? Wie ist das? Was hat sie die erschrocken, sofort Arsch ging? Er hat sich sofort gefreut. Wie ist das, Eddie? Ist das Fridolin? Also, der ist ganz schwer da hinten im Gruppen. Schon voller Schmodder. So, hier, darf ich übergeben? Ja, darfst du. Ah? Ja, wie geht's dir? Haben wir eine große Weltreise gemacht? Ja? Sollen wir mal eben zeigen, was wir bei Action gekauft haben? Wo ist denn dein Bilderrahmen? Also nicht der Bilderrahmen, das Bild. Ach da, genau. Wir haben nämlich für Calvino einen so einen riesigen, das ist Keilrahmen, heißen die, glaube ich, ne? Eine Leinwand mitgebracht. Ich habe noch ganz viel Acrylfarbe. Ich glaube, da hat er bestimmt Spaß, das anzumalen, oder Calvino? Ja, sowas macht immer Spaß. Bernd ist wieder in seinem Outfit. Outfit of the day. Genau, wir haben ganz viele Outfits geholt für Calvino. Der braucht nämlich unbedingt neue Sachen. Die Kamera, zeig mal. Nein. Er hat gar nicht richtig aufgegessen. Smurfy. So, dann haben wir Osterhasen geholt für Kinder, für Ostern, nicht unsere Kinder. Die sind für uns hier oder für die Kinder, die Haselnuss-Pralinen-Karamelleier? Bernd. Dann habe ich einmal diese Baby-Wattestäbchen mitgebracht, dass man so die Ohrmuschel reinigen kann. So, hier sind noch Boxershorts.
Boxershorts. Boxershorts kann man ja nie genug haben, ne? Und einmal in L für Bernd zum Anprobieren, welche Größe er braucht. Dann diese Suppen. Die mag der Bernd total gerne. Wie viel hast du davon mitgenommen? Alle. So genau wollte ich nicht wissen. 2, 4, 6, 7, 8. Ja. Dann hat der Bernd hier so diese permanenten Marker, weißt du, permanent, ne? Wolltest du auch haben? Ja, die wollte ich auch beschriften. Okay. Dann hat der Kugelschreiber geholt. Auch für den Laden, ne? Für die Arbeit. Dann war er noch bei Edeka, das ist nicht Action Hall. Edeka hat er uns diese Suppen alle wieder geholt, die wir immer beim Abendbrot essen. Und Bilderrahmen, weil wir haben ja von Livia und von uns neue Bilder ausgedruckt. Und die waren 95 Cent. Da habe ich zweimal mit so einem silbernen Rahmen genommen und zweimal mit einem schwarzen. Er hat schon zerstört. Ja, und das sandet auch. Siehst du, Bernd, habe ich dir gesagt, der ganze Sand, der frisst das. Das ganze Körbchen ist voll Sand. Echt jetzt? Echt jetzt, klar. Und dann haben wir noch so eine Fotokollage geholt. Da weiß ich noch nicht, wo wir die hinhängen. Müssen wir mal schauen. Erstmal müssen wir die voll machen. Aber ich glaube, jetzt wird es viel interessanter, was die hier machen. Bitte? Lock ihn mal rein. Smurfy, komm mal hier. Komm hier. Smurfy. Komm hier. Geh ab. Komm, hau rein. Geh mal rein, Zerstörer. Ha? Alles voll Sand gemacht, du Pupshund. Ja, okay. Ja, Vorsicht. Dann, die Männer saugen das aus und ich räume jetzt hier eben alles aus und weg. Hat die jetzt so gelacht? Was macht der Papa mit dir? Habt ihr Spaß ohne uns? Oh, Peekaboo! Oh, Peekaboo! Peekaboo! Ihr seid so süß! Ja. Calvino probiert gerade die Anziehsachen an, die wir mitgebracht haben. Das zeige ich euch nicht. Und ich, ja, ich weiß, sind sie alle traurig. Ich räume hier gerade die Suppen ein, die wir gekauft haben. Wir haben hier nämlich immer so eine Schale. Ist das eine Schale, eine Schachtel? Genau. Hier sind Suppen. Ach, guck mal, wir hatten sogar noch welche. Ich dachte, wir haben keine mehr. Märchensuppe, Sonntagssuppe, Buchstabensuppe. Egal, ihr wisst, wir essen die relativ oft. Und ja, kann man nie genug haben. Passen die? Calvino, super. Dann kann ich die ja alle waschen. Passen die Boxershorts. Es waren zwei Stück für 3,89 Euro, glaube ich. Ja, und da hat er erstmal wieder welche. Muss ich euch mal eben weglegen. Hab die Calvino hier liegen gelassen. Komm. Hier hin. Zack. Zack. Anmachen, Morla. Mhm. Jetzt gibt es ein bisschen Abendbrot / Zwischensnack. Einmal so eine Suppe. Boah, ist das viel? Sind das zwei? 1 Liter. Schön drauf. Okay. Wow. Dann haben wir Aufschnittbrot, was ich gebacken habe. Das ist so übergelaufen. Deswegen esse ich oben die Kante. Das ist so voll weich. Ich liebe so weiches Brot ohne Kruste. Dann, ja, Antipasti. Was haben wir noch? Brot. Calvino hat noch Oliven. Almanbrot. Was man so möchte. Allerlei gibt's jetzt. Meine Lieben, ich wollte mich nur vom Vlog verabschieden. Der Bernd ist eben oben mit Livia baden, ganz ausgiebig. Und ich nutze die Zeit dann immer, wenn die in der Badewanne sind und schmink mich ganz in Ruhe ab und verwöhne so ein bisschen meinen Körper, meine Haut, wenn ich dann so halt die Zeit dafür habe. Ne? Und jetzt wollte ich mich eben nur von euch verabschieden und ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.